Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zur finalen Mission von GTA 3. Das hier wird die letzte Folge sein von diesem Projekt, denn wir sind gerade auf dem Weg zu Catalina. Vielleicht sollte ich erstmal erklären, wie das zu der ganzen Geschichte kam. Zuerst haben wir eine Mission bei Asker Karsen gemacht und sie hieß der Abfangjäger. Und dort sollten wir ein Flugzeug abschießen, das Spank transportiert hatte. Und diese Spank-Pakete sollten wir dann einsammeln. Das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir schnurstracks zurückgefahren zur Baustelle, wo Asker Karsen ja war. Und plötzlich lag da ein Brief. Und auf dem Brief, also der Brief war von Catalina, und da stand drauf, dass er eben Maria entführt hatte. Und dass sie eben 500.000 Dollar möchte. Im Gegenzug bekommen wir dann Maria wieder. Und ja, deswegen sind wir gerade auf dem Weg zu Catalina. Wir haben die 500.000 Dollar dabei, deswegen wird die Mission jetzt starten. Und dann schauen wir doch mal uns das Ganze mal an, wie sich das Ganze so entwickeln wird und was jetzt so alles passieren wird. Auf geht's, Leute. Die Übergabe. Sí, sí, bueno. ¿Pa qué es idiot? One of these Scarface idiots. The real question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot! Boah! Oh mein Gott, wir haben keine Waffen mehr. Die wurden uns alle abgenommen. Jetzt müssen wir uns hier erstmal befreien. Eieiei. Einer ist schon mal down. Der auch. Und der auch. So, jetzt müssen wir uns hier langsam aber sicher nach vorne arbeiten. Jetzt haben wir schon mal eine Uzi parat. Da oben scheint noch einer zu sein. Der hat eine gute Waffe. Da oben auch. Der ist down. Und den haben wir auch. Lässt du deine Waffe fallen? Oh, das ist nett. Super. Jetzt haben wir sogar noch mehr Munition. So, das hier ist jetzt die finale Mission von GTA 3. Catalina hat einfach das Geld an sich genommen und ist jetzt abgehauen. Und wir haben Maria trotzdem nicht wieder. Ja, war ja klar, dass man dieser blöden Kuh nicht vertrauen kann. Und jetzt müssen wir sie schnappen. Schnappen wir sie uns. Dann müssen wir natürlich erstmal hier raus. Ist ja klar. So. Ha. In dem Helikopter ist sie dann wohl. Um Catalina zu finden, folge dem Hubschrauber. Okay, jetzt müssen wir dem Hubschrauber folgen. Ich hoffe, der fliegt nicht allzu schnell. Okay. Alles klar. Da fliegt er längst. Okay, er fliegt auf jeden Fall in Richtung Damm. Machen wir das doch auch mal. Also wir fliegen natürlich nicht, das können wir leider nicht. Aber wir können zumindest fahren. Ja, der scheint da zu sein. Fliegt er jetzt weg oder wo will der jetzt hin, der Helikopter? Ne, das scheint echt, als würde der da beim Damm sein. Ja, dann fahren wir auch mal runter. Das Blöde ist, wir haben kaum Munition. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das wird uns jetzt nicht davon abhalten, uns endlich an Catalina zu rächen für all das, was sie getan hat. Dafür, dass sie Claude am Anfang hintergangen hat und dafür, dass sie ihn jetzt schon wieder ausgetrickst hat. Catalina, das wirst du noch bereuen. Oh, ich hätte da hier runterfahren müssen. Und da ist das Kartell. Zack. Das sind aber bestimmt noch mehr, oder? Ja. Oh, oh. So. Dann gib mir deine Munition. Oh, ich dachte, oh so.
Ich dachte gerade, die Munition wäre despawned. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Wir brauchen so viel Munition, wie wir nur kriegen können. So, und jetzt lauf. Lauf um dein Leben, Claude. Ja, da ist der Helikopter. Das weiß ich nämlich noch. Deswegen war das jetzt nicht allzu schwer, dem Helikopter zu folgen. So, die sind gut bewaffnet. Und hier müssen wir uns jetzt erstmal vorarbeiten. Ich hätte jetzt gerne mein M16-Gewehr gehabt, aber das ist tabu. Okay, Achtung. Gut. Schön, dass sie nicht mehr schießen auf uns. Eben hat er auf mich geschossen, jetzt auf einmal nicht mehr. Die lassen uns anscheinend ein bisschen in Ruhe. Das finde ich gut. Oh. Wir können nicht... Komm schon. Warum kriegen wir den nicht abgeschossen? Jetzt passt bloß auf. Hey. Gib mir das M16. Patz. Headshot. Das habt ihr jetzt davon. Ich spreng das mal lieber in die Luft. Nicht, dass uns das gleich umbringt oder so. Na komm. Krieg ich den? Jawohl. Ein Schuss und der ist... Ein Körperteil fliegt ab, Mann. Die hat so viel Power, die Waffe. Boom! Das habt ihr jetzt davon. Ihr werdet es noch bereuen, euch mit Claude angelegt zu haben. Kommen wir da nicht hin? Zack! Hals- und Beinbruch, mein Freund. Zack! Oh, ist die stark, die Waffe. Nicht verschwinden, bitte. Brauchen mehr Munition. Oh, das war knapp. Hinter jeder Ecke könnte einer lauern. Ja, das war toll gezielt. Zack. Oh, da ist noch eins. Komm, das schaffen wir noch. Jawohl. Wieder 60 Schuss von der Waffe. So. Schnell hier hinter Deckung gehen. Oh Gott, das ist Catalina. Nee, Maria. Wo ist... Nein. Oh Gott! Der überrollt uns hier! Wir müssen voranschreiten! Was? Mission fehlgeschlagen? Was ist denn jetzt passiert? What? Was ist denn jetzt passiert, ey? Ich glaube, wir waren zu langsam. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu langsam. Und deshalb hat das nicht funktioniert. Ja, ich glaube schon. Naja, okay. Das war irgendwie klar, dass es nicht beim ersten Mal klappt. Die letzte Mission, die hat es ganz schön in sich. Das Problem, na, das einzige Problem ist eigentlich, dass man seine Waffen nicht wirklich hat. Die ganzen Waffen, die wir hatten, die hatten wir alle nicht mehr. Vielleicht muss ich nochmal kurz beim Versteck langfahren. Wenn wir da, haben wir da Zeit für? Ich meine, wir wissen ja, wo der Helikopter hinfliegt. Also könnten wir im Prinzip uns auch die Waffen holen beim Versteck. Weil so ein Scharfschützengewehr wäre schon echt praktisch. So, schnell raus hier. Und weg hier. Ich mach das jetzt einfach mit dem zum Versteck fahren. Wir wissen, wo der Helikopter längst fliegt. Und sollte das jetzt... fehlschlagen, weil wir den Helikopter wohl aus den Augen verloren haben, dann ist das halt so, dann weiß ich das beim nächsten Mal. Ich fahre jetzt auf jeden Fall zum Versteck und hole mir die ganzen Belohnungen von den Päckchen. Dann sind wir mega gut ausgerüstet. Und können das einfach machen. Okay, komm. Rum da. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hier, jawohl. Haben wir unsere ganzen Waffen. Da brauchen wir mal alles. Zack, 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 zack. Leben. Genau. Wunderbar. Jetzt sind wir perfekt ausgerüstet. Und können wieder zurückfahren. Zum Damm. Und dann Catalina erledigen. Mit dem Scharfschützengewehr sollten wir jetzt einen schönen Vorteil haben. Dann können wir die alle aus der Distanz erledigen und zwar auch schnell. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen Zeit verloren, dadurch, dass wir jetzt hier heruntergefahren sind. Aber das müssten wir eigentlich noch, ja, ausgleichen können. Dadurch, dass wir jetzt bessere Waffen haben von Anfang an.
So, nichts wie zum Damm jetzt. Zum Weg. Oh, nein! Nein! Komm, wir haben keine Zeit, um hier rumzuspielen. Ich hätte mir theoretisch auch einen Rhino holen können, merke ich gerade. Und dann hätten wir das mit dem Rhino hier machen können. Und dann hätten wir da einfach durchfahren können, von Anfang an. Das wäre auch lustig gewesen. Aber egal. Egal, da haben wir jetzt keine Zeit für. Gut, dann fahren wir einfach wieder da runter und dann machen wir es erneut. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss haben wir jetzt vom Raketenwerfer. Ist jetzt die Frage. Wo müssen wir hier rein? Hier ist gleich der Eingang, oder? Da. Zack. Zack. Jetzt ist hier ein kurzer Prozess. Come on. Lauf. Wie viel Schuss haben wir? 20. Okay, das ist gut. Gut zu wissen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Komm. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, super, Mann. Ziel ordentlich, Mann. Kontra, konzentrier dich. So. Boom. Nächster. Den jag ich schon mal in die Luft, damit er uns gleich nicht über den Haufen fahren kann. So. Wir müssen uns beeilen. Zack. Den auch noch. Oh, ist einfach mit dem eigentlich. So, zack, nächster. Boom. Nächster. Get this thing airborne. Oh, stirb doch. Ich hoffe, die haut jetzt nicht ab. Nee, die macht nur eine Runde. Eine Ehrenrunde. Die wird wahrscheinlich gleich wieder was abwerfen hier. Gott! Boom! Ich hab sie. Ich hab sie erledigt. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's. Zählt das jetzt? Ich würde sagen, ja, oder? Ich habe Katalina, glaube ich, getötet. Oh, holy! Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich auch getötet bin. Holy crap. Aufpassen jetzt. Okay, hier ist keiner mehr. Leute, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Wenn da oben noch einer ist, dann wird's gefährlich. Oh ja, ist einer. Weiß echt nicht, wo. Okay, den haben wir erledigt. Den habe ich getroffen irgendwie. Oh Gott, das sind viele. So, den haben wir. Den auch. Sind hier sonst noch irgendwelche Typen? Ich habe Angst. Ich habe kaum noch Leben. Hinter den Rohren ist keiner. Und den, da hätten wir den Raketenwerfer einsammeln müssen. Aber wir haben es auf einem anderen Weg geschafft. Was eine Stimmung hier. Für die finale Mission. Und wir haben sie gerettet. Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. We're gonna have such fun, cause you know I love you. I really do, cause you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? You know, I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover.
Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Bang! Und ja, jetzt die Frage. Was hat Claude da gerade gemacht? Oder war das überhaupt Claude? Weil wenn er es war, dann ist die Chance hoch, dass er gerade Maria umgelegt hat. Weil sie einfach zu viel geredet hat. Okay Leute, das war GTA 3. Wir haben es geschafft. Es wurde zum Ende hin ja doch nochmal ein bisschen knapp. Mit 34 Leben oder so haben wir es jetzt noch geschafft. Und eigentlich haben wir... Sollte man die Mission ein bisschen anders machen. Eigentlich sollte man erst da oben drauf gehen und dann dort den Raketenwerfer einsammeln und dann den Helikopter abschießen. Wir haben das jetzt ein bisschen anders gemacht. Wir sind zuerst zum Versteck gefahren, haben die versteckte Päckchen-Bonis einkassiert und dann war die Mission gar nicht so schwierig. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht so wirklich, was ich hierzu noch sagen soll. Ich habe mir jetzt nichts vorbereitet oder so. Ich kann nur sagen, dass GTA 3 ein absoluter Klassiker ist. Ist ja mittlerweile auch schon 15 Jahre alt. 15 verdammte Jahre. Und es spielt sich immer noch so verdammt gut. Dieses Spiel ist einfach absolut zeitlos. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich denke mal, jeder von euch wird das sowieso schon gespielt haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch jemand noch nicht gespielt hat. Falls das so sein sollte, bitte unbedingt nachholen. Ihr werdet es nicht bereuen. Dieser Stil einfach nicht immer komplett realistisch, aber dieses typische GTA-Feeling ist hier einfach da und es hat einfach Spaß gemacht, hier die 100% zu erreichen. Und mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Eine Bewertung oder so will ich nicht abgeben, es ist einfach ein fantastisches Spiel und da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Vielleicht hätte man ein paar mehr Einkaufsmöglichkeiten mit einbinden können, denn man kriegt wirklich verdammt viel Geld in dem Spiel, aber hat irgendwie nicht wirklich die Möglichkeit, es auszugeben. Also Immobilien oder so, das hätte man vielleicht mit einbauen können, aber naja, man muss bedenken, das ist das allererste dreidimensionale GTA gewesen. Und es hat irgendwie so die GTA-Reihe ja auch so geprägt. So die Richtung vorgegeben, wie die kommenden Spiele werden sollten. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ohne GTA 1 und 2 wäre GTA 3 gar nicht erst entstanden. Was ja eigentlich auch richtig ist, aber GTA 3 war halt das erste dreidimensionale GTA in der wirklich in dieser Third-Person-Ansicht und nicht in dieser Vogelperspektive, wie es ja in Teil 1 und 2 der Fall war. Und ich denke mal, ohne GTA 3 wären diese Spiele, die wir heute alle so kennen von der GTA-Reihe, gar nicht entstanden auf diese Art und Weise. Und deswegen haben wir diesem Spiel eigentlich eine Menge zu verdanken. Und ja, wunderbares Spiel. Es war mir eine Ehre, dieses Spiel für euch mit euch zu Let's Playen. Und ja, seid gespannt, was die kommenden Projekte so werden. Es wird auf jeden Fall nicht mein letztes GTA-Spiel auf meinem Kanal werden. So viel sei schon mal gesagt. Und ja, ich lasse die Credits jetzt noch zu Ende laufen und bin jetzt erstmal raus. Vielleicht werden wir uns danach nochmal kurz sehen. Aber jetzt bin ich erstmal raus. Bis dann.
Ja, und da sind wir wieder in unserem Versteck. Und ja. Haben, wenn ich jetzt in die Statistiken gucke, eigentlich 100%. 100%, Leute, da seht ihr es. Spielerstatistiken absolviert in Prozent 100%. Wir haben es geschafft. Das Spiel ist zu 100% beendet. Ich glaube, man kriegt 1 Million Dollar für die Übergabe. Aber sonst kriegt man keinen wirklichen Bonus oder eine Belohnung dafür, dass man die 100% gemacht hat. Man kriegt halt hier diese ganzen Belohnungen von den Päckchen und den Polizeimissionen, also Bürgerwehrmissionen und so weiter und so fort, während man die 100% erreicht. Aber so eine wirkliche Belohnung für die, jetzt die kompletten 100% eher nicht. Die gibt es nicht. Halt nur bis auf dem Weg zu den 100% kriegt man halt Belohnungen, aber jetzt nicht für die 100% direkt. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ja, so ist es jetzt halt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dieses Spiel jetzt durchgespielt habe. Das ist ein schönes Gefühl. Und ich weiß nicht, wir könnten ja nochmal einen Blick in die Statistiken werfen. Dann spare ich mir den Statistik-Part. Auf jeden Fall sind wir Vize 4648. 100% absolviert. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Statistiken hier aussagekräftig sind, weil ich habe ja auch Päckchen offscreen gesammelt und so. Vielleicht könnt ihr es ja mal durchlesen, wenn ihr mal Lust habt. Ja, bin auch ganz oft aus dem Spiel rausgetappt. Ich weiß nicht, inwiefern das Einfluss hatte. Also ich habe das Spiel angelassen und bin einfach nur rausgetappt. Ich weiß nicht, ob dann weiter Tage verlaufen sind oder das irgendwie einen Einfluss hier hatte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich lasse es einfach mal durchscrollen. Dann habt ihr schon mal die Statistiken gesehen. Dann spare ich mir halt den extra Statistik-Part. Den müssen wir auch nicht haben. Und ja. Dann speichere ich jetzt das Spiel nochmal. Und ja. Dann ist es geschafft. Hier steht's jetzt. Die Übergabe. Und das ist ja die letzte Mission. Wir haben es geschafft. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Mir hat es auf jeden Fall riesigen Spaß bereitet. Und wenn es euch gefallen haben sollte, dann schaltet doch bei meinen nächsten Projekten wieder ein. Bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Päh.